kandidiere für den Wahlkreis 4 in Stuttgart, Cannstatt Osten, Untertürkheim und so weiter für die Landtagswahl in Baden-Württemberg. Und ich bin auch designierter Spitzenkandidat für die Linke in Baden-Württemberg. Und ich kandidiere wirklich aus der Überzeugung, dass wir dringend die Linke im baden-württembergischen Landtag brauchen. Gruppen wie Verkäuferinnen, Erzieherinnen, Müllwerker, Postler und viele andere erwerbslose Rentner und Rentnerinnen brauchen dringend eine Vertretung, eine Partei, die ganz konsequent die Frage der sozialen Gerechtigkeit in den Landtag bringt. Wir haben gesehen, unter Grünen und SPD ist der Politikwechsel ausgeblieben. Es gibt keine gebührenfreien Kita-Jahre. Stuttgart 21 wird trotzdem gebaut. Es gibt zu wenige Wohnungen, vor allen Dingen bezahlbare Wohnungen und bezahlbare Energieversorgung. Es gibt nicht die versprochene Demokratie und die Bürgerinitiativen und die Volksabstimmungen, die vor der Wahl versprochen wurden. Es gibt viele Dinge nicht, die versprochen wurden, und wir brauchen eine Partei, die nach der Wahl auch das macht, was sie vor der Wahl ihren Wähler und Wählerinnen verspricht. Ich habe mich die letzten 25 Jahre als Gewerkschafter in Stuttgart viel eingesetzt für die kleinen Leute, für die arbeitende Bevölkerung, für die Erwerbslosen, für die Rentner und Rentnerinnen. Und in dieser Tradition, mit dieser Lebensgeschichte will ich auch Politik im baden-württembergischen Landtag machen.